Kennen Sie den schon? Zwei uralte Damen sitzen in einem Hotel mit Vollpension, sagt die eine zur anderen. Wissen Sie, ich finde das Essen hier einfach katastrophal, sagt die andere. Ja, stimmt, und diese winzigen Portionen. Und wenn Sie mich fragen, so sehe ich im Wesentlichen das Leben. Es ist voller Einsamkeit, voller Elend, Trübsal und Kummer und doch ist das Ganze eigentlich viel zu schnell vorbei. Ja, und für mich ist noch ein anderer Witz von allergrößter Bedeutung. Er ist angeblich von Groucho Marx, aber ich glaube, dass er ursprünglich auf Freuds Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten zurückgeht. Er lautet so, wenn ich mich erinnere. Ich möchte nie einem Club angehören, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt. Und das ist genau die Einstellung, die ich Frauen gegenüber habe, seit ich erwachsen bin. Es gehen mir zurzeit die merkwürdigsten Dinge durch den Kopf, vielleicht, weil ich 40 geworden bin. Vielleicht stecke ich in einer Lebenskrise oder sowas, keine Ahnung, aber ich habe keine Angst vor dem Alter. Zu diesen Leuten gehöre ich nicht. Zugegeben, es wird hier oben ein bisschen dünn, aber es kommt auch den besten Köpfen vor. Ich fühle, dass ich gewinne, je älter ich werde. Ich werde sicher eher mal dieser männliche Jules Brünner-Typ als der vornehme Herr.